hast ja bei Rammstein nicht nur die Musik, sondern du hast immer sofort auch ein Bild im Kopf. Also, was du immer mal gesehen hast, entweder du warst auf einem Konzert mit einer ganz klaren, ja fast Theaterperformance, das Spiel mit Feuer, mit archaischen Kräften, diese Gewalttätige, diese raue, rohe. Und genauso, wenn du mal ein Rammstein-Video gesehen hast, vergisst du das nicht so schnell. Also auch da ist immer eine ganz klare Ästhetik dahinter, was klar gewollt ist und was auch das Image von der Band, also ganz bewusst und gewollt prägt. Das macht Rammstein sehr schick. Wir hoffen, dass die Amerikaner das gut und lustig finden, das Lied. Und denken, mal endlich begreifen die Europäer, wie gut wir sind. Und deshalb machen wir das. Okay. Selten so eine Pinkelbecken gesehen wie in Amerika. Mannshoch, breit wie ein Cadillac, gute Spülung, perfekt. Für eine deutsche Band spielen wir wenig in Deutschland. Warum? Ja, weil die Welt ist groß und überall finden sie uns geiler. Dann fährt man doch lieber weg. Also die freuen sich halt riesig im Ausland, wenn man kommt. Und die singen mehr in Deutsch mit als in Deutschland. Von der Stimmung her ist Frankreich wirklich ganz weit vorne. Ich denke, es liegt wirklich dran, dass die Leute so eine Authentizität merken und merken, sie sehen, was echt ist, was nicht ausgedacht ist. Dass wir das wirklich meinen, was wir sagen und nicht stumpf Erfolg haben wollen oder so, sondern das ist uns ernst. Das gibt es nicht viel so auf der Welt, dass man noch was macht, weil man das auch meint. Was sie immer gestört hat, war, dass sie so als rechte Band galten. Das hat sie selber geärgert. Sie hat mal extra so einen Song gemacht, Links 2-3, wo sie klar einen linken politischen Text machen. Das Lied Mein Herz steht links haben wir wirklich gemacht, damit die mal endlich die Klappe halten und damit der letzte Idiot auch mitkriegt und sich mal ein bisschen damit so auseinandersetzt, was wir machen und nicht blöde das nachplappert, was mal irgendwie in der Zeitung stand. Aber da machen wir ein muted Lied, damit sie sehen können, dass die Linken auch harte Musik machen können. Dass man jetzt nicht Nazi sein muss, um böse und hart zu sein, sondern dass man das auch so kann. Wenn man Erfolg haben will, klappt es garantiert nie. Ab dem Moment, wo man Erfolg haben will, macht man was, was man nicht machen will. Weil man will ja Erfolg haben. Das ist genauso wie wenn man Musik macht für Fans. Und sagt, was könnte dem Fan gefallen? Ab dem Moment, wo man das denkt, kann man aufhören. Eine Pirouette fährt sich gut. Also wenn man wirklich Musik machen will, das sind viele Menschen erreicht, dass man eine Band ist, die lange existiert, die wirklich auch gute Platten macht, muss man irgendwann diszipliniert werden. Sonst geht es schlichtweg nicht. Es war auch nicht ein Punkt, ab dem ich gesagt habe, so, jetzt bin ich ordentlich, sondern eine ganz schleichende Entwicklung. Wie weit fahre ich? Kannst du hier so reinpassen? Wenn du hier einmal eine Runde drehst, so ein bisschen, dass ich dich nicht nur von hinten habe. Spiele ich mit. Ja, eine Hand. Ich habe ja das Solo danach gleich, weißt du? Wie benehme ich mich? Bin ich enthusiastisch, angeekelt, gelangweilt? Eigentlich muss ich total autistisch, emotionslos sein. Das spiele ich nur für mich. Ja, okay. Die Wahrnehmung von Rammstein innerhalb Deutschlands, sagen wir im Feuilleton oder in Medien,
war ja immer eher eine kritische bis ablehnende. Jetzt ist was vollkommen witzig, komisches passiert. Die ganzen Rammstein-Hasser oder Ablehner in den Medien sind plötzlich Rammstein-Fans und sind begeistert. Also die Wahrnehmung von Rammstein im deutschen Feuilleton oder in der Medienlandschaft ist plötzlich eine ganz andere. Hängt vielleicht zusammen mit dieser ja immer noch Amerika-Gläubigkeit von kulturellen Multiplikatoren. Was passiert? Große deutsche Zeitungen, Wochenzeitungen schreiben plötzlich sehr positiv und begeistert über Rammstein. Eben, weil die diesen Ausnahmeerfolg gerade in den USA haben. Ich hab keine Lust. Oh, ist das herrlich. Ich mach keine Musik, einfach auf Vorrat oder so. Weil das gibt genug Musik. Es würde keinem Menschen auf der Welt besser gehen, wenn wir 12 Platten gemacht hätten statt 6. Hätte es mehr Musik gegeben, da in der Welt, wo es eh schon zu viel Musik gibt und wo zu wenig gute Musik mal im Radio kommt oder so. Da ist doch besser, man macht mal einfach nichts. Also das ist generell oft besser, man macht mal einfach nichts und hält die Klappe. Eine Bekannte hat mich angebettelt, dass ich das Pferd rette, weil das geschlachtet werden sollte und weil das so süß ist und so. Und ich wollte kein Pferd. Was soll ich mit einem Pferd? So ein Blödsinn. Bin aber, weil ich ein freundlicher Mensch bin, hingefahren, mir das anzugucken. Und dann habe ich das da stehen sehen, hat mich so angekickt und dann musste ich es nehmen. Durch die Wende ist mein Leben nicht besser geworden. Das kann ich so sagen. Anders, aber nicht besser, also qualitativ. Ist jetzt nichts, dass ich sage, oh geil, ich kann hier mir einen Videorekorder kaufen oder irgend so ein Quatsch. Oder ich kann jetzt nach Düsseldorf fahren. Na klar, man will dann schon mal was machen, auch wo die Band jetzt nicht so einen Anteil dran hat, dass man auch was für sich machen kann oder so. Ich arbeite in einer Vermietung für Oldtimer. Weil wir die Idee so gut fanden, dass man sich ein Auto nicht kauft, ein altes, weil das so sinnlos wäre, weil man das eh nur 2 Wochen im Jahr fährt. Das, also Quatsch, da muss man Versicherungen zahlen und TÜV wird in die Garage stellen und so. Und wir dachten, in einer Vermietung kann sich der Kunde das sparen und kann man ein Auto sich einfach so aussehen. Und für eine gewisse Zeit kann er sich dann fühlen, als wäre es seins. Ich habe noch einen Partner, der Dirk, und der ist im Prinzip der Chef und Initiant und ich helfe ihm so ein bisschen. Ich fahre mit den Tanken, ich fahre die in die Werkstatt, ich fahre die zur Wäsche und darf dadurch alle Autos fahren. Na klar. Ja, und wenn was frisch kommt, dann mit denen, die man so ausprobieren muss. Fahre ich dann so 2 Wochen, dann gebe ich sie wieder. Also mit denen bin ich schon eingefahren. Und die Stretch-Limo, fährst du die um? Das ist ein Flughafenbus und keine Stretch-Limo. Also die ist dazu da, um vom Gate zum Flugzeug zu fahren. Also es ist nicht luxuriöses, sondern wie ein Bus, ein Flughafenbus. Gibt's Fotos aus New York. Im Ernst, wo die so... Weiß ich nicht. Eigentlich wollten wir, wenn die Autos rausfahren, von jedem noch ein Foto, dass alle gleich groß sind und dass man die in den Katalog stellen kann und so. Und das werden wir uns noch filmen und interviewen. Das mache ich manchmal, dass wir einfach eine Shuttlefahrt machen, so mit Leuten, und die vom Flughafen ins Hotel bringen oder auf irgendein Schloss.
Die anderen, die mitkommen, sind unsere Freunde. Das sind nicht irgendwelche so Angestellten oder so, sondern das sind unsere Kumpels, die ich zum Teil noch aus der Schule kenne, wo wir sagen, wir brauchen hier so 15 Fahrer, hast am Dienstag Zeit. Und dann fährt man mit denen so in einer Gruppe weg. Das ist einfach ein Spaß. Wieso steht denn der schräg? Und ja, das wäre ohne die Bände nicht möglich gewesen, aber das finde ich gut. Sonst ist sie so voll, weil sonst die Pfingsten ist. Danke. Hättest du dir auch gleich was holen können? Ja, gut hier. Bin ich so der Lichtträger. Geld verdienen, Geld haben hat Flagge grundsätzlich überhaupt nicht verändert. Also das Schöne zu haben, aber es ist nicht durchgeknallt und dreht an der Uhr und schmeißt mit Scheinen hier in der Szene um sich. Das ist immer noch eine gute alte Flagge. Wenn es bei uns hinten schon so heiß war. Muss immer so nach verbranntem Fleisch riechen und so. Aber ist schon was passiert so? Ja, verbrannt haben wir, so haben wir es öfteren, ja. Das tut dann eben weh. Zeig mal Narben. Mach ich jetzt nicht. Hast du welche? Nee, das ist dann mehr wie so ein Sonnenbrand, so ein großflächiger. Und die Haare sind ab und an ab. Augenbrauen und so. Seit wann hast du keine langen Haare mehr? Hattet auch was damit zu tun? Ja, das war auf der letzten Tour. Wie kommt denn das, dass du zum Beispiel dich nicht hier aufs Karussell traust und dass du dich das aber traust? Ja, hier wird mir jetzt einfach schlecht, also so körperlich übel und ich muss brechen. Und das wird bei mir einfach brennlich. Dann wird mir nicht schlecht. Wenn man zweimal probt, dann würde ich hier wahrscheinlich mit dem Ding fahren, wenn ich es merke, passiert nicht. Wenn dein Job das verlangt sozusagen, dann machst du das. Ja, wir haben noch viele, die erstmal noch am Seil so hochgerissen wird, am Fuß von der Bühne, das sollte ich mal machen und so. Aber ein bisschen müsste ich da noch, also mein Körper besser in der Gewalt haben. Also das reißt man sich sicher das Bein aus oder so. Muss ich mal sehen. Bei der nächsten Tour. Ich fühle mich jetzt schon wie im Bonusbereich. Also ich habe eigentlich alles gemacht, was man machen kann. Und ungefähr das Zehnfache von dem, was ich erwartet hätte. Also ich wäre völlig zufrieden gewesen, wenn ich weiter vor 1000 Mann im Dorfbums gespielt hätte. Und war froh, wenn ich meine Freundin hatte oder irgendwas. Das ist alles so übertroffen worden. Ich habe so viel erlebt, ich war in so vielen Ländern mit der Band auch rundherum. Also ich könnte jetzt sterben und sagen, war geil. Also es gibt nichts, was noch offen ist. Ich kann ja sagen, ich will noch als Opa dann die Enkel rumschubsen. Aber das ist dann wirklich eine Dreingabe. Und ich summ mein kleines Lied. Tschüss, Flagge, du Glücklicher. Doch was ist das überhaupt? Sind plötzlich Rammstein-Fans und sind begeistert. Also die Wahrnehmung von Rammstein im deutschen Feuilleton oder in der Medienlandschaft ist plötzlich eine ganz andere. Hängt vielleicht zusammen mit dieser ja immer noch Amerika-Gläubigkeit von kulturellen Multiplikatoren. Was passiert? Große deutsche Zeitungen, Wochenzeitungen schreiben plötzlich sehr positiv und begeistert über Rammstein, eben weil die diesen Ausnahmeerfolg gerade in den USA haben. Das ist herrlich. Ich mache keine Musik, einfach auf Vorrat oder so, weil es gibt genug Musik. Es würde keinem Menschen auf der Welt besser gehen, wenn wir 12 Platten gemacht hätten statt 6. Hätte es mehr Musik gegeben, da in der Welt, wo es eh schon zu viel Musik gibt und wo zu wenig gute Musik mal im Radio kommt oder so.
da ist doch besser, man macht mal einfach nichts. Also das ist generell oft besser, man macht mal einfach nichts und hält die Klappe. Bei Rammstein nicht nur die Musik, sondern du hast immer sofort auch ein Bild im Kopf. Also, was du immer mal gesehen hast, entweder du warst auf einem Konzert mit einer ganz klaren, ja fast Theaterperformance, das Spiel mit Feuer, mit archaischen Kräften, diese Gewalttätige, diese raue, rohe. Und genauso, wenn du mal ein Rammstein-Video gesehen hast, vergisst du das nicht so schnell. Also auch da ist immer eine ganz klare Ästhetik dahinter, was klar gewollt ist und was auch das Image von der Band, also ganz bewusst und gewollt prägt. Das macht Rammstein sehr schick. Wir hoffen, dass die Amerikaner das gut und lustig finden, das Lied. Und denken, mal endlich begreifen die Europäer, wie gut wir sind. Und deshalb machen wir das. Okay. Selten so eine Pinkelbecken gesehen wie in Amerika. Mannshoch, breit wie ein Cadillac, gute Spülung, perfekt. So eine deutsche Band spielen wir wenig in Deutschland. Warum? Ja, weil die Welt ist groß und überall finden sie uns geiler. Dann fährt man doch lieber weg. Also die freuen sich halt riesig im Ausland, wenn man kommt. Und die singen mehr in Deutsch mit als in Deutschland. Von der Stimmung her ist Frankreich wirklich ganz weit vorne. Und ich denke, es liegt wirklich dran, dass die Leute so eine Authentizität merken und merken, sie sehen, was echt ist, was nicht ausgedacht ist. Dass wir das wirklich meinen, was wir sagen und nicht stumpf Erfolg haben wollen oder so, sondern das ist uns ernst. Das gibt es nicht viel so auf der Welt, dass man noch was macht, weil man das auch meint. Was sie immer gestört hat, war, dass sie so als rechte Band galten. Das hat sie selber geärgert. Sie hat mal extra so einen Song gemacht, Links 2-3, wo sie klar einen linken politischen Text machen. Das Lied Mein Herz steht links haben wir wirklich gemacht, damit die mal endlich die Klappe halten und damit der letzte Idiot auch mitkriegt, sich mal ein bisschen damit so auseinandersetzt, was wir machen und nicht blöde das nachplappert, was mal irgendwie in der Zeitung stand. Aber da machen wir ein muted Lied, damit sie sehen können, dass die Linken auch harte Musik machen können. Dass man jetzt nicht Nazi sein muss, um böse und hart zu sein, sondern dass man das auch so kann. Wenn man Erfolg haben will, klappt es garantiert nie. Ab dem Moment, wo man Erfolg haben will, macht man was, was man nicht machen will. Weil man will ja Erfolg haben. Das ist genauso wie wenn man Musik macht für Fans. Und sagt, was könnte dem Fan gefallen? Ab dem Moment, wo man das denkt, kann man aufhören. Eine Pirouette? Fährt sich gut. Also wenn man wirklich Musik machen will, das sind viele Menschen erreicht, dass man eine Band ist, die lange existiert, die wirklich auch gute Platten macht, muss man irgendwann diszipliniert werden. Sonst geht es schlichtweg nicht. Es war auch nicht ein Punkt, ab dem gesagt hat, so, jetzt bin ich ordentlich, sondern eine ganz schleichende Entwicklung. Wie weit fahre ich? Kannst du hier so reinfahren? Jetzt ist es aber, ich kann mich gleich nochmal erstarren.
wenn du hier einmal eine Runde drehst so ein bisschen, dass ich dich nicht nur von hinten habe. Spiele ich mit. Ja, einer Hand. Wie kommt denn das Solo danach gleich, weißt du? Wie benehme ich mich? Bin ich enthusiastisch, angeekelt, gelangweilt? Eigentlich muss ich total autistisch, emotionslos sein. Das spiele ich nur für mich. Ja. Okay. Die Wahrnehmung von Rammstein innerhalb Deutschlands, sagen wir im Feuilleton oder in Medien, war ja immer eher eine kritische bis ablehnende. Jetzt ist was vollkommen witzig, komisches passiert. Die ganzen Rammstein-Hasser oder Ablehner in den Medien sind